Das menschliche Gehirn ist erstaunlich. Seit 9 Jahren denke ich einmal am Tag, meine Uhr wäre weg, weil ich vergessen habe, an welchem Arm sie ist. Und nach nur 2 Wochen ist alles, wovor ich zuerst Angst hatte, schon zur Routine geworden. Katheter, Drainagen, intravenöse Zugänge, alles kein Problem, wenn man seinen Rhythmus gefunden hat. Roller Coasters, holy roller. I got shot down in Southern California. All along you never loved me, yeah. Until the day that you shot me off. And now when it's over, I hope that you find what you after, yeah. Spending money never mattered, no. As long as you pay the damage, yeah. And now that you're living on the hill, I hope that your social life doesn't get you killed. Dorian, wenn Sie die Zeit dazu haben, Musik zu hören, dann haben Sie doch auch bestimmt Zeit, Ihren verdammten Papierkram zu erledigen. Having a good time. Hau ab, Mann. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Der Tag hatte begonnen wie jeder andere. Wie geht's Ihnen? Ich bin 37 und Hausmeister. Was glaubst du, wie es mir geht? Es ist völlig in Ordnung, Hausmeister zu sein. Wirklich? Danke. Du hast mein Leben verändert. Ich muss unbedingt meiner Hausmeisterfrau und meinen Hausmeisterkindern sagen, dass das Leben einen Sinn hat. Weil mir das nämlich mein Held gesagt hat. Dr. Furzgesicht. Dr. Nullnummer. Nein, im Ernst, du kannst uns jederzeit in unserem Wohnwagen besuchen und uns das Leben schönreden. Gott sei Dank konnte ich mich an dem Abend erholen. Der Hund ist unheimlich. Oh, sei lieb zu Rowdy. Sein Vorbesitzer hat ihn in einer Kiste mit alten Socken gehalten. Oh. Eine Frage, warum hängt die ständig hier rum? Sei ein bisschen tolerant, Mann. Oh! Du willst sie ansägen? Nein. Doch. Nein, sie ist bloß eine Freundin. Na klar. Ich glaube, es ist gesund, seine Zeit mit einer Frau zu verbringen, ohne auf Sex aus zu sein. Verstehst du? Tut mir leid, kapiere ich nicht. Ah! Unheimlich. Ich habe mich gestern mit dieser Carla angelegt. Sie hatte die Werte eines Patienten vergessen und dann ist sie auch noch frech geworden. Wieso hast du sie verpfiffen? Wer ist dafür verantwortlich? Die da. Ich weiß es nicht mehr. Und wie kommst du darauf, dass es eher mein Fehler war? Das wäre ein gutes Argument, wenn Elliot sich nicht gern mal im Ton vergreifen würde. Das macht sie ständig. Sie kann sich einfach nicht bremsen. Nur weil ich hin und wieder mal was Dummes sage, heißt das nicht, dass ich im Krankenhaus von Tür zu Tür renne und die Leute nerve wie so ein dämlicher Zeuge Jehovas. Oh, du bist doch keiner. Nein. Aber meine Mutter. Er ist übrigens auch schwarz. Ich wollte mal darüber lachen. Ich komme mit 9 Kollegen besser klar. Wie zum Beispiel mit Carla. Hey, Bambi, sag doch dieser blonden Bohnenstange, que se cuida la naguita esa porque si no la va tumbar todo tinto rubio de la cabeza. Könntest du mir das bitte aufschreiben? Und mit Dr. Cox? Wir beide verstehen uns glänzend. Ich bin sowas wie sein Schützling. Ich brauche seine Akte, seine Längst Blutwerte. Rausgesucht und vorsortiert. Tja, schade, Dr. Banner. Ich habe leider keine Fleißbällchen mehr. Beidseitige Pneumonie mit 31. Wie viel raucht der Typ? Weiß ich nicht. Also, wenn mich was an dir beeindruckt, dann ist es deine große Leidenschaft für Details. Wie viele Schachteln rauchst du, Kleiner? Eine halbe am Tag. Oh, entschuldige, ich habe die Frage falsch formuliert. Wie viele Schachteln rauchst du wirklich? Jetzt blickt ihr überhaupt nicht mehr durch. 2 oder 3. Dann lass mal hören. Oh, ich rauche überhaupt nicht, also gar keine Schachtel. Was hast du für ihn vorgesehen? Oh, ich habe schon verstanden, das war nur ein kleiner Witz. Klar, ein kleiner Witz am Rande kann nie schaden. Ich mag Will, aber das macht es umso schwieriger.
Ich lasse Blutkulturen anlegen und wir machen ein Dünnschicht-CT. Was glaubt ihr, was es ist? Krebs. Wenn man das Wort Krebs ausspricht, reagiert jeder Patient gleich. Sehr gut. Nicht so. Das meinte ich. Ich weiß nie, was ich mit Turks blöden Chirurgenkumpels reden soll. Aber ich mache Fortschritte. Und? Wie läuft's im OP? Hammermäßig. Aber in meinem Schlafzimmer, da ziehe ich die echten Operationen durch. Geiler Spruch, oder? Komm, jetzt zeig Todd deine Liebe. Ich hasse es, Todd meine Liebe zu zeigen. Hey, Bambi. Warum hängst du hier mit diesen Aufschlitzern rum? Ich bitte dich, Baby. Das hier ist das Plätzchen für die Prominenz. Setz dich doch mit deinem Traumkörper zu uns. Baby, das hier ist das Plätzchen für die Prominenz. Oh, ich habe eigentlich kein Interesse an der Alten. Ach nein? Dann sollte Todman der kleinen Maus mal seine Liebe zeigen. Vielleicht hat er doch ein bisschen Interesse. Na gut, dann liebt Todman sich eben selbst. Was glaubst du, soll ich Carlo heute mal anbaggern? Ich glaube, der Hausmeister will mich fertig machen. Wow, du warst mir wirklich eine große Hilfe. Weißt du, sei doch einfach noch ein bisschen paranoider. Warte, Turk! Der Typ da. Hi, wie geht's? Ich brauche die Akte von David Farr. Wir brauchen alle irgendwas. Toll. Dr. Kelso, muss man gegenüber den Schwestern irgendeinen speziellen Ton anschlagen, den ich noch nicht beherrsche? Tja, süß als Raspeln bringt nichts. Die beiden sind schon süße Zuckerpuppen. Hören Sie, Doktor, wie auch immer Sie heißen mögen. Sie haben Carla bei mir angeschwärzt. Ich habe reagiert und ich bin Ihnen dafür sehr dankbar. Aber die Folgen haben Sie allein zu tragen. Versuchen Sie jetzt gefälligst bloß nicht, mich in Ihrem erbärmlichen kleinen Streit mit diesem gottverdammten hässlichen Schreckschraub reinzuziehen. Ich hoffe, ihr bringt euch gegenseitig um. Einen wunderschönen Tag noch, Ladies. Ich hasse diesen Laden. Dr. Cox, ich habe jetzt Wills Ergebnisse. Kein Krebs. Also, was soll ich ihm sagen? Ich würde damit anfangen. Aber er ist auf einem gefährlichen Weg. Ich habe gedacht, vielleicht reden wir lieber beide mit ihm. Wenn man sich mit seinem Mentor gut versteht, weiß man immer, was er einem wirklich sagen will. Mach doch, was du willst. Das heißt, gute Idee. Ich bin nur froh, dass du heute noch keinen Mist gebaut hast. Das heißt, du machst wirklich enorme Fortschritte. Klopf mir niemals auf die Schulter. Das heißt, klopf ihm niemals auf die Schulter. Ich fand das eben nur sehr bewegend. Also, wie wir es besprochen haben. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Carla, ich hätte dich bei Dr. Kelso nicht anschwärzen dürfen. Ganz genau, hättest du nicht. Ah, welch angenehmes Schweigen. Aber danke für die Entschuldigung. Alles gut. Aber eins will ich noch klarstellen. Nein, es ist bereits alles klar. Ich bin mir immer noch keiner Schuld bewusst. Die Werte vorzubereiten ist dein Job. Und ich kann mich doch wirklich nicht um alles kümmern. Das war's auch schon. So, das musste sein. Tja, alles klar. Gegenwärtig hast du noch keinen Krebs. Wer ist der Größte? Wer ist der Größte? Aber Will, du musst verstehen, dass das keine gute Nachricht ist. Und da bist du sicher? Es kam mir nämlich so vor. Ja, aber weißt du, du hast einen gefährlichen Weg beschritten. Ich musste ihm Angst machen, aber ich hatte das Gefühl, das prallte an ihm ab. Gott sei Dank gehört es zum Arztberuf, improvisieren zu können. Und deshalb will ich, dass du dir etwas gründlich überlegst. Würdest du gern so eine Stimme haben? Zeig mal her. Das ist echt cool. Nein, ist es nicht. Bitte, 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 okay, Doc. Das ist kein Spielzeug. Bitte jetzt Geld einwerfen. Manchmal hat man nur alte Phrasen zur Verfügung und man muss sie neu zusammenwürfen, damit sie irgendwie originell klingen. Hör zu, Mann. Du bist ein toller Patient. Und ich wünsche dir, dass wir uns nie wiedersehen. Aber ich schwöre dir, wenn du weiter rauchst, wirst du bald wieder hier sein. Ich würde mein Leben darauf verwetten. Dann runter in 108 und dann wieder hoch in Zimmer 403. Ich bin nervös. Warum bin ich nervös? Todd steht dir bei, Mann. Ich werde dir nicht von der Seite weichen. Hi, Baby. Verzieh dich, Großmaul. Bin schon weg. Komm schon. Raus damit.
Stress mich nicht. Ich meine, du solltest dich in Geduld üben, bevor du den absoluten Hauptgewinn ziehst. Wow. Okay, ich werde mich lieber hinsetzen, weil du so sexy bist, dass mir die Knie zittern. Wirklich? Dr. Cox? Ich weiß, ich nerve, aber ich kriege langsam echt Kontakt zu den Patienten. Ich meine, deshalb bin ich Arzt geworden, oder? Oder? Ich weiß, dass ich nerve gehört und dann bloß noch rauschen. Ich habe Will überzeugt. Er hat aufgehört zu rauchen. Für immer? Aha. Keine letzte? Weil die letzte nämlich besser ist als Sex. Glaub mir, ich habe Tausende davon geraucht. Er ist damit fertig. Er hat's geschworen. Ich habe ihn überzeugt. Überzeugt habe ich ihn. Du hast es wirklich drauf, Flachzange. Privatparty. Weitermachen, als ob nichts wäre. Dr. Cox, es geht um Will. Jetzt nicht. Ich habe eine kurze Pause und meine Soap läuft. Hey, du Niete. Wenn du es wirklich wagen solltest, umzuschalten, dann werde ich dir ohne Betäubung deine Hände zusammennähen. Ja, mit Will ist es nämlich so. Oh, diese Frau ist einfach fantastisch. Ich meine, die Möpse sind vermutlich aufgepumpt, aber meine Fresse, die Tränen sind echt. Zeit für einen mutigen Schritt. Ich muss wissen, wie ich mit Will umgehen soll. Ist dir klar, was du gemacht hast? Du hast sämtliche Schoßhündchenprivilegien verloren. Wie bitte? Keine Spaziergänge mehr, keine Leckerbissen, keine Spielchen mehr mit dem Stöckchen. Aber ich bin nicht ihr Schoßhündchen. Hey, Pappnase. Was machen wir mit Schoßhündchen, die sich im Haus nicht benehmen können? Wir jagen sie vor die Tür. So ist es. Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit, diesen Raum zu verlassen. Sonst werde ich anfangen, dir hier mit deiner Nase zu bearbeiten. Lach nicht. Das ist kein Witz, Flachzange. Hau ab. Aber ich wollte bloß... Raus! Was willst du sehen, Terminator? Die Soap vielleicht? Sehr vernünftig. Komm rein. Der frisst dich gleich. Schieb deinen Hintern zur Seite. Okay. Friedensangebot. Hör zu, Turk, ich weiß, dass ich im ersten Moment unsympathisch wirke. Oder auch im ersten halben Jahr. Ich will jedenfalls, dass wir Freunde werden. Und deshalb würde ich gerne mehr über dich wissen. Darüber, wie du so bist. Zum Beispiel, woher kennst du Morgan Freeman? Das ist meine Mom. Lustige Sommersprossen. Rhodey, nein. Tja, ich weiß immer noch nicht, warum mich Dr. Cox runtergeputzt hat. Oh, Mann, hör auf mit dem Scheiß. Er ist ein Arsch. Er ist ein Arsch. Er ist ein Arsch. Er ist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Er ist einfach Dr. Cox. Er ist immer so. Schön, aber wer weiß mehr über ihn? Mit wem trifft er sich so privat? Mit niemandem. Er ist bestimmt einsam. Nehmen Sie abends einen Turk und behandeln Sie damit gründlich Ihren Juckreiz. Von wem kommt das? Wie geht's? Ah, ich bitte dich, Carla, nenn mir einen Grund, warum du nicht mit mir essen gehst. Tja... Du bist Chirurg. Deshalb hast du einen Götterkomplex, bist arrogant und wie alle mit deinem Job verheiratet. Du siehst ganz gut aus, aber das ist dir mehr als bewusst. Und du kennst mich überhaupt nicht, also kommen deine gesamten Gefühle von da unten. Aber der Hauptgrund ist, ich suche was Ernsthaftes. Und du bist noch ein halbes Kleinkind, das mit einem Nein nicht umgehen kann. Es gibt also eine Menge Gründe. Du hast die freie Wahl. Ich wäre für den Götterkomplex. Es ist schwer zu sagen. Die waren alle gut. Eine Klinik ist gefährliches Terrain. Es gibt viele Klicken und man muss aufpassen, was man sagt. Es ist fast wie auf der Highschool. Verdammt gern zu ihr gesetzt, wenn da nicht noch jemand wäre. Denn wissen Sie, heute Abend muss ich mich um einen anderen Menschen kümmern.
Ich weiß, dass Sie auch nicht mit ansehen können, wie Will sich langsam umbringt. Und sowas ist noch schlimmer, wenn man niemanden zum Reden hat. Und deshalb habe ich mir nach Feierabend gedacht, ich besorge einfach ein paar Bierchen für uns und wir beide quatschen ein bisschen darüber. Wir lösen das verdammte Problem. Einverstanden? Was sagen Sie dazu? Es macht mich krank, dass alle mich ignorieren. Es ist, als ob das ansteckend wäre. Dreh dich nicht um, wenn du mit mir redest. Ach, Dr. Reed, ich wollte Ihnen nur sagen, dass mein Zorn auf Sie verflogen ist. Das war ein hervorragender Einfall bei diesem Patienten mit den Meningokokken. Der war eigentlich nicht von mir, Sir. Carla ist dieser Ausschlag aufgefallen. Faszinierend. Sie hätten in meinem Ansehen wieder steigen können und stattdessen begünstigen Sie einfach eine Schwester. Wie nobel. Ich sage Ihnen was, ich bestelle in der Cafeteria für Sie eine Torte, auf der steht, hat sich das wirklich gelohnt? Ist hier der Chef? Die Nachtschwester. Glauben Sie, das Kreuzband ist beschädigt? Das ist mir egal. Also, kann ich mich darauf verlassen, dass du hier niemals wieder aufkreuzt? Oder soll ich gleich umziehen? Oh, Sie können so ein gemütliches Zuhause nicht aufgeben. Also, am besten gefällt mir das Regal mit den hübschen Fotos von Ihren Freunden und Verwandten. Okay, wenn er dich angreift, versuch zur Tür zu robben. Tja. Du hast wirklich recht. Vielleicht gibt es zu einem einsamen Abend mit einem Scotch und einem Footballspiel eine Alternative, die glücklicher macht, hm? Ich weiß auch nicht. Ich habe die Sehnsucht nach menschlicher Wärme immer bloß für Schwäche gehalten. Das ist sie nicht. Würdest du mir dann Gesellschaft leisten und dir mit mir das Spiel ansehen, vielleicht mit einer leckeren Pizza? Aber klar würde ich das. Ich könnte dich frisieren. Ich weiß, die Couch ist ungemütlich, aber wir könnten einfach die Rückenlehne zurückstellen und Löffelchen machen. Hey, hallo Jungs. Bier und Chips sind in der Küche. Vergiss diese Typen. Beantworte mir nur eine Frage. Willst du das große Löffelchen sein oder lieber das kleine? Kelso hatte nicht mal gefragt und sie hat dich einfach gelobt. Das ist mir egal. Das hätte früher kommen müssen. Außerdem weiß ich, warum du wirklich hier bist. Deshalb stelle ich mich jetzt einfach hier in meinen prominenten Bereich und höre mir an, was du zu bieten hast. Ich wollte dir erzählen, dass ich JD neulich ausgelacht habe, weil er mit einer Frau nur befreundet sein wollte. Und jetzt staune ich darüber, wie wahnsinnig stark du bist und was für ein Selbstbewusstsein du hast. Und darüber, dass ich morgens nach dem Aufwachen einfach nur sehen möchte, wie du deine Zeitung liest. Aber du solltest mal kurz von deinem hohen Ross runterkommen und dich fragen, wie es dir in deiner Anfangszeit hier ging. Gib Elliot eine Chance. Sie mag zwar ziemlich nerven, aber sie ist ein guter Mensch. Und dein Hintern sieht heute besonders knackig aus. Hol mich morgen Abend um 7 ab. Sie ist nicht die Einzige, die hier Vorträge halten kann. Ich kann auch Vorträge halten. Den Regenschirm gibst du mir in der Klinik wieder zurück. Nicht hier, verstanden? Ja. Hey, Anfänger. Weißt du, was dein Problem ist? Mein Bein tut weh? Was wolltest du? Mich mit einem Sixpack-Billig-Lightbier aus meiner Einsamkeit retten? Wir können die Leute nicht vor sich selbst bewahren, Flachzange. Wir behandeln sie nur. Und jetzt behandel den Typ mit Atemnot. Und wenn er mit Krebs wiederkommt, behandel den Krebs. Tja, das war wirklich sehr aufbauend. Hey, ob's um Raucher, Säufer, Fixer oder Fresser geht, spielt keine Rolle. Wenn du weiterhin dein persönliches Schicksal davon abhängig machst, ob die ihre Gewohnheiten ändern, wirst du als Arzt bald untergehen. Das ist alles. Und jetzt umarmen wir uns. Na los, komm her. Komm her. Ach, los, verzieh dich. Und nimm diese ekelhafte Pisse mit. Sowas kommt mir nicht in die Wohnung. Also ich sauf das Zeug. Ich nehme das Bier. Du verschwindest. Und los, dann habe ich Fieber dich. Bekommen. Nein, ich will nicht. Doch, doch, du schaffst das. Es geht ganz schnell. Wie Pflaster entfernen. Hier. Ich habe für deine Patienten sämtliche Rezepte erneuert. Wow, stark. Weißt du, was mir auch noch helfen würde? Ich glaube, wenn wir alle etwas suchen, dann ist es Bestätigung. Vielen Dank. Kein Problem. Bestätigung von unseren Patienten. Also, wann kommt das Baby? Was für ein Baby? Tja, wissen Und Sie? Die Bestätigung, dass sich manches einfach nicht ändern lässt. Das ist ein merkwürdiges Hotel. Ich meine, der Rollstuhlservice ist klasse, aber in meiner Suite da wohnt noch ein anderer Typ. Und neulich habe ich vom Nachtportier einen Einlauf bekommen. Ja, der ist neu bei uns. Also, willst du noch was loswerden?
Du weißt schon alles. Mach's gut. Trotzdem hasste ich Will irgendwie. Dank ihm konnte ich meine Mitmenschen nur noch im Hinblick auf ihre möglichen Todesursachen betrachten. Herzinfarkt, Leberzirrhose, Mordopfer, keine Ahnung. Vermutlich Stress. Hast du gepredigt? Nein. Aber du wolltest gern. Ja, aber sie haben mir gesagt... Hey, JD, sei endlich mal ein Mann. Wenn du nicht zu deinen Überzeugungen stehst, wirst du als Arzt untergehen. Ist eben wirklich dein Kopf explodiert? Wenn dein Kopf explodiert, wirst du als Arzt untergehen. Ich meine, das sieht doch einfach lächerlich aus.